Also, falls dies jetzt rausgeschnitten werden muss, was ich ja im Vorhinein nicht wissen kann, da ich kein Wahrsager bin, begrüße ich euch zu einer neuen Episode von God of War 1. Im letzten Part habe ich nämlich gesagt, wenn die Schlacht zu lange dauert, werde ich sie in eine neue Episode packen. Wenn dies noch in der letzten Episode am drinstehen ist, so, dann habe ich hier nur Blödsinn gelabert. Wir können drüber hinwegsehen. Okay, auf jeden Fall werde ich mein Bestes geben, damit wir diese Schlacht verteidigen. Auch wenn es meine Lieblingsmap ist. Aber muss ja auch alles in einer angenehmen Länge für euch sein. Mit den Videos. Hier mal als Sonneneruptionsstrahl verwurzelte Pflanze hinstellen und den Golfstar eliminieren, exekutieren, paralysieren, auseinanderfetzen, pulverisieren, extrahieren. Ah, den haben wir. Boah, und da kommt ein hässlicher Fischmann. Oh mein Gott, ist der hässlich. Eigentlich ist er süß, aber... Warum hat Bane die Seiten gewechselt, dieser ehrenlose Smartphone-Keck? Seelenlos bis zum geht nicht mehr. Ihr wisst Bescheid, ihr abonniert nur wegen mir. Lasst nur ein Like in jedem Video da wegen mir. Aktiviert nur die Glocke wegen mir. Station zerstören. Momentan hocken die noch alle hinten in der Ecke. Da kommt wieder der hässliche Krakenmann. Ich treffe dich da. Kleiner Keck. Komm, Schnapper essen auf. Er hat nichts anderes verdient. Hat er denn geschafft? Ja, bester Schnapper! Das wäre es gewesen, hätten wir den Fußsoldaten in der Luft getroffen. Das wäre es gewesen. Wäre direkt zum Thumbnail geworden. Aber leider nicht. Und natürlich war ich zu unfähig, um diesen Panzerkommandanten zu eliminieren. Man kennt es ja nicht anders. Immer eine Vorlage. Das sieht nicht gut aus mit dem Verteidigen. Da kommt ein Cricketstar. Random reingelaufen. Okay. Hat aber nicht gut geschafft. Ah! Der Pylonenschlag von Undutch hat uns eliminiert. Normale Sonnenblume ist sogar gar nicht mal so schwach. Mehr präferiere ich die Feuerblume, weil die Gegner da halt noch brennen und da kaum Schadensunterschied besteht. Deswegen mag ich die lieber, weil die insgesamt dann mehr Schaden machen. Ach, nur eine Vorlage, ist klar. Ich wollte den hässlichen Fischmann töten. Kommt, Männer, wir müssen hier die Stellung halten! Nicht gut aus. Sieht sogar gar nicht gut aus. Okay, 3 Minuten noch. Ja, ihr müsst euch halt auch mal hier drin versammeln. Das wird natürlich nichts. Eben mal hier die Braunmäntel töten. So. Ich geh mal verwurzeln und den Schweißer da direkt umbringen. Gut. Und den nächsten Ingenieur. Gut. Und den Footballer. Wir kriegen wir wahrscheinlich nur, wieder nur eine Vorlage. Nein, aber wir sind auch noch gestorben. Akzeptiere ich einfach so. Okay. So, wenn es so weitergeht, dann haben wir sogar noch gute Chancen zu verteidigen. Hallo. Was will der? Tschüss. Verdammt, Kugel hat mich wenigstens nicht erwischt.
Scheiben, Gleister. Nein. Aber ich muss so los. Wie lange geht die Schlacht? 5 Minuten? Ja. Dann würde es ja noch klappen. Also, das hier müssen wir jetzt wirklich verteidigen. Sonst wird es zum neuen Part. Und wie kann man sich so scheiße verwurzeln wie ich? Alter, du brauchst ja gar nicht mit deinen Fischglubschern so drüber zu schielen. Bin ich schon vorher tot. Dalau hat uns... Ich habe jetzt keinen Reim parat. Auf Dalau. Den noch öfter kann ich eigentlich auch nicht die Punktetabelle einblenden. Da kommt wieder der hässliche. Ja, er wurde durch die Bambuswumme eliminiert. Beste Bambuswumme. Das waren sogar, glaube ich, mehrere. Hier sind nämlich zwei. Gut gemacht, Topfpflanzen. So eine Hässlichkeit muss bestraft werden. Und wie ist dieser Jade-Kaktus da noch am Leben? Alle Zombies so fake, um den zu besiegen. Da kommt wieder der hässliche. Ah, der hässliche hat uns. Wir werden wiederbelebt. WIEDERBELEBT. Da unter oben ist so ein Tarnüberraschungs. Schütze. Scharfschütze. Dieser Moment, wenn du dich umdrehst, einen Wichtkick anfliegen siehst und eine Millisekunde später tot bist. Das ist bitter. Jetzt müssen wir aber auch mal unseren Skill auspacken. Oder etwa nicht. Also. Vorlage. Den haben wir. Den Bane immer schön auf ihn abgesehen. Das ist immer wichtig. Okay. Ich habe da einen Panzerkommandanten gesehen. Der ist natürlich sehr tödlich. Wenn er noch leben würde. So ist er jetzt nicht mehr so ganz tödlich. So unrealistisch. Aha, war wohl nix. Töte ihn, ja. Karma schlägt zurück. Och nein, warum muss ich runterspringen? Ich bin so tot. Diese Wissenschaftler triggern mich, aber momentan schon sehr. Okay. Wieder ein Fußsoldat, den können wir uns holen, wenn wir ein bisschen Skill zeigen würden. Tötet ihn. Karma. Neuer Part, ahoi. Okay, es ist ein neuer Part. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Gleich reicht es mir. Nehme ich meinen Lieblingscharakter. Dann werden die nicht mehr erobern. Das könnt ihr mir glauben. Dann nicht mehr. Lord Rayquaza. Yes, my lord. The time has come. Execute order. Gesetzeserbse. As you wish, my lord. Forza bewaffnet und wir werden alle Zombies umbringen! Ist alles gut. Wir sind hier nur ein Pater machen. Du brauchst hier nicht so rumzuschreien. Alle! Ist ja gut.
Triathlon. Was willst du? Kartpirat. Oh, du hässlicher. Der lauft noch in die Sombrero rein. Ja, schade. Wo sind die hässlichen Lexen? Ja. So, weg mit dem. Ich hab da um eine Ecke einen gesehen. Bam. So. Tschüss. Solange wir noch Herzen haben, haben wir noch Herzen. Nein! Lost. Ist halt so. Oh, du Kleiner. Wenigstens habe ich den noch. Und 1000 Sachen zerstört durch die Sombrero-Bohne, aber keinen einzigen umgebracht. Ich möchte jetzt auch mal wieder reden, danke. Also, Gesetzeserbse ist mein Lieblingscharakter. Habe ich, glaube ich, auch schon im anderen Part erwähnt. Jetzt wird sie mal hier aktiv gespielt. Hier stirbt ja noch einer durch die Sombrero-Bohne. Ja, der läuft noch zurück. Und da haben wir einen. Haha. Und noch ein Sommert-Geschütz. Geht nur Schritte zurück, wenn ihr auch seht, dass nichts Bedrohliches da liegt. Tschüss. Ein Schuss hat ja gereicht. Den haben wir auch. Ich wusste eigentlich nicht mal, dass er um der Ecke steht. Ich habe einfach nur so geschossen. War ja aber gut. Wenn ihr euch fragt, wie ich so schnell schieße, mit der passenden Maus, geht das schon. Gibt es nämlich so Mäuse, die reagieren dreimal schneller als herkömmliche Mäuse. Namen will ich jetzt nicht nennen, sonst muss ich hier was einblenden. Und auf jeden Fall mit dem richtigen Zubehör kann man besser spielen. Das ist mit dem falschen. Und wir sind ein tote Erbse. Schade, der Einschuss hätte noch gefehlt, um den zu besiegen, aber hat leider nicht funktioniert. Okay. So, jetzt könnt ihr aber das hier auch noch erobern. Sonst reicht das nämlich dann wiederum nicht für einen anderen Part. Vielleicht hätte ich sie nicht so dran, hart dran nehmen sollen. Ich komme einfach nicht mit dem Skill zurecht. Wer war's? Z4 Armbrust Christoph Bro. Wenn man Deutsch spricht und kein Englisch kann, nennt man es nämlich Christoph Bro und nicht Christoph Pro. Sie haben noch 10 Sekunden Zeit, damit diese Aktion nicht droht, den Bach runterzugehen. Aber da es zu große Keks sind, kriegen sie natürlich nichts auf die Reihe und wir haben doch die meisten bekommen. Wow! Wow, that's incredible! Einfach nichtskönnerische Lappen. Vor allen Dingen dieser Bane einfach rüberwechseln und dann nicht mal hinbekommen, hier alles zu erobern. Trotzdem hat er noch Meister wieder. Okay, XDK, du hast gut gespielt. Hast ja auch 3 Auszeichnungen, aber die letzte habe ich mir dann geholt. Okay, also auch wenn der Part dann etwas kürzer sein wird, dann mache ich den ersten auf 17 Minuten und den zweiten auf 16 wahrscheinlich. Und dann verabschiede ich mich zum zweiten Mal. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne, über meinen Support würde ich mich mega freuen. Und haut die Glocke kaputt, wenn ihr keinen Content mehr verpassen wollt. Damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche euch schöne weitere Tage und bis zum nächsten Mal.